Koch X ist am Start und diesmal mit Zero 2012. Der Junge ist ein unglaublich krasser Freestyler. Was haben wir heute vor? Mit Hafer werden wir und Wasser, so eine Art Haferwasser machen. Mit dem, was übrig bleibt, versuchen wir das Ganze noch ein bisschen Freestyle-mäßig zu gestalten. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mit dem Haferwasser an. Es ist ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Wir werden keine Rock- oder Filmstars mehr, also sind wir selbst und bleiben es auch. Hey, das geht. Hey, das ist scheiß doch. Nein! Was hier jetzt übrig bleibt, naja, Haferkleie im Prinzip, aber mit natürlich viel weniger Stärke. Mir fällt kein besserer Begriff ein, als das Haferwasser zu nennen. Oder fällt dir ein tighter Begriff ein? Haferwasser. H2O. Ah, genau. Now you know. Damit könnte man im Prinzip ziemlich viel machen. Wir haben uns jetzt für drei Sachen entschieden. Also man könnte Schokoaufstrich machen. Man könnte es anbraten. Und man könnte es in Backofen tun, dann hätte man ein Brot dabei. Zero 2012 hat auch eine App programmiert, und zwar RapScript. Ja, mit Roman. Mit Roman, okay. Dem Arde, der macht die App, ich mach die Worte. Okay. Zusammen, das ist RapScript. Wir machen mal Deutsch. 5 Sekunden? Ja. Beginner. Ach, das ist was für ein Glück. Jetzt habe ich hier ein richtig gutes Stück. Denn wir kommen hier mit ziemlich vielen Sparten. RapScript, eine von den besten Arten. Diese Typen sind so smarten. Wir sind ziemlich wortgeil. Mit RapScript ist das ein sehr großer Vorteil. Dann direkt, ich habe große Freude. Denn dieser Koch ist bei mir im Gebäude. Was ist denn jetzt hier los, Leute? Denkt bloß nicht, dass ich ausweiche. Nix, das ist immer wieder das Gleiche. Ja, dieser Typ sieht ziemlich stolz aus. Irgendwann kauft er sich ein Holzhaus. Liebe Freunde des Freestyles, wenn ihr mit euren Kumpels freestylen wollt, und zwar unter den gleichen Voraussetzungen, nicht nur für DAOs, sondern für richtig krasse User. Also wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. Natürlich habt ihr nicht die dreifache Länge, ihr habt nur sozusagen den Rest des Hafers hier an dieser Stelle. Trotzdem, um euch zu zeigen, dass man damit halt mindestens 3 verschiedene Varianten machen kann. Ich mach das Brot. Fürs Brot nehmt ihr einfach die Reste und schmeißt sie zum Beispiel einfach auf Backpapier. Wir haben Zartbitterschokolade genommen, an dieser Stelle einfach bei ganz kleiner Flamme schmelzen lassen. Ähnlich wie beim Rezept vom Apfel-Schokomousse bzw. mit dem Seitentofu hatten wir es auch schon mal gemacht. Checkt einfach das Video, das wir hier an dieser Stelle verlinken. Sobald die Schokolade dann schön flüssig ist, dann einfach das hier hinzufügen. Ihr könnt es beliebig würzen mit ein bisschen Zimt, mit ein bisschen Vanille. Für den Rest könnt ihr so 3 kleine Zwiebeln bzw. eine große nehmen, 2 mittlere Knoblauchzehen anbraten, dann kommt das rein, das bratet ihr auch mal mit an und dann würzt ihr es mit ein bisschen Salz, Pfeffer, wenn ihr wollt, ein bisschen Senf, mit ein bisschen Curry, Kurkuma. Im letzten Video mit den Ofenerdäpfeln habe ich eine Knoblauchschneide-Zerkleinerungsmethode gezeigt. Diesmal zeige ich eine andere. Je nach Beschaffenheit der Knoblauchzehe ist dies oder jenes geeignet. Das könnt ihr dann selbst entscheiden. Die flache Seite draufhauen. Dann habt ihr auch so ein bisschen Poren zerstört. Beim Schneiden immer die Finger so leicht krümmen. Also ihr seht, mit extrem wenig Aufwand habt ihr einfach so eine Art Haferwasser gemacht. Ihr könnt es anbraten mit Zwiebeln, Knoblauch, ein bisschen Kurkuma, Agavendicksaft könnt ihr noch reinpacken. Ihr könnt euer Frühstück so vorbereiten. Ihr habt hier so ein bisschen das mit dem Schokomousse am Start. Gerne könnt ihr eure leckeren Nougat-Bits mit ein bisschen Äpfel benutzen und dann euer Haferwasser reinpacken. Zero 2012, es war mir eine Ehre, in deiner Küche zu kochen. Checkt RapScript, checkt Zero 2012, checkt unsere Rezepte, die immer auf Korrex veröffentlicht werden. Wir sehen uns. Peace out. Ciao.